Hallo, schön, dass ihr einschaltet zu QVC Beauty. Mein Name ist Maggie und ich möchte euch heute Schritt für Schritt mitnehmen, wie ich dieses weihnachtliche Augen-Make-up geschminkt hatte. Ich hatte heute ein bisschen Lust, in den typischen Weihnachtsfarben ein Augen-Make-up zu schaffen, ohne dabei vielleicht ein bisschen zu bunt zu werden. Ich tendiere zugegeben oft zum etwas Kitschigem. Wollte also sozusagen den Mittelweg zwischen dem Grün, Gold und Rot in krass finden, ohne dann ein typisches neutrales Make-up zu schminken. Ich beginne das Augen-Make-up in der Regel immer schon mit den Augenbrauen, aus dem einfachen Grund, dass ich finde, dass man dann die Lidschattenmenge besser einschätzen kann. Ich tendiere dazu, wenn die Brauen noch nicht gemacht sind, tatsächlich doller zu applizieren, als es wirklich nötig wäre. Und wenn ich die Augenbrauen dann später noch betone, wirkt das alles doch sehr intensiv. Ich lasse das aber hier mal weg, sodass wir vielleicht am Ende noch den kleinen Unterschied von gemachten und ungemachten Brauen sehen. Es ist ja für mich der essentiellste Schritt am ganzen Make-up, die Augenbrauen schön zu betonen. Allerdings bin ich auch, wie ihr seht, auch ein Fan, dass man die Härchen nach wie vor sieht. Eine Lidschattenbase kann ich euch auch eigentlich nur empfehlen zu nutzen. Wenn ihr keine habt, legt euch eine zu und bis dahin könnt ihr eventuell auch ein bisschen flüssigen Concealer nehmen und ihn leicht abpudern. Denn so könnt ihr gewährleisten, dass das Augen-Make-up gleichmäßig und intensiv wird und vor allen Dingen sehr lange hält. Insbesondere wenn ihr jetzt für eine Weihnachtsparty schminkt, dann ist es natürlich wichtig, dass das nicht alles schon in der Lidfalte verschwindet. Ich lege los mit einem sehr unauffälligen Lidschatten an sich, aber er hat viele kleine goldene Schimmerpartikel. Das kommt gerade bei künstlich, wie ihr vielleicht auch im fertigen Make-up sehen könnt, ganz anders aus als so unauffällig im Tageslicht. Es funkelt einfach sehr subtil, ohne richtig Gold zu sein. Und ich liebe diesen Ton. Ich nutze sowas sehr gerne zu jeglichen Make-ups im Innenwinkel, weil es die Augen deutlich wacher erscheinen lässt und eben so einen kleinen Twist gegenüber mattem Beige hat. Und das Ganze kombiniere ich mit einem, ja, Khaki-Olivton, also nicht so ein richtiges Tannengrün, sondern so ein bisschen moosig. Dadurch, dass es ein matter Ton ist, ist es dann noch einmal weniger auffällig, als wäre es ein schimmerndes Grün. Gerade beim ersten Auftrag mit einem intensiven Lidschatten arbeite ich mit dem fluffigen Pinsel von außen nach innen. Ich setze es im äußersten Augenwinkel an und streiche in die hellere Farbe hinein. Und sobald da sich so eine dunklere Schicht gesetzt hat, fange ich an, in Scheibenwischerbewegung hin und her hineinzublenden und das Ganze, dem Ganzen eine Form zu geben. Und ich finde, für diesen Schritt muss man sich die meiste Zeit nehmen. Blendet, 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 bis es auch wirklich schön gleichmäßig wirkt. Damit werdet ihr viel zufriedener sein. Es hält dann auch besser. Und ich glaube, das vergisst man ganz schnell, wenn man andere Leute vielleicht in Tutorials schminken sieht, dass man sich für diesen Schritt wirklich auch Zeit nehmen muss. Als kleines Highlight habe ich mir gedacht, ich setze dann aber auch wirklich ein metallisches Gold auf den Übergang beider Lidschatten. Einfach so als kleinen Eyecatcher. Es passt auch super zu meinen blauen Augen, aber ich denke auch zu braunen und grünen Augen sieht Gold einfach auch wunderschön aus. Dieser Ton ist wirklich komplett Gold, nicht so wie der im Innenwinkel, daher habe ich den nicht innen genommen. Und weil dieser doch sehr gelblich ist, habe ich ihn am unteren Lid nicht verwendet, sondern da einfach nur einen schimmernden braunen Ton genommen, der so ein bisschen korrespondiert, aber das Ganze dann eben nicht allzu bunt aussehen lässt. Das moosige Grün habe ich dann auch außen auf dem unteren Lid aufgetragen und schön nach oben verstrichen, sodass das Ganze einfach ganz rund wird. Wer denn möchte, kann die Lidfalte auch noch ein bisschen intensivieren, das ist ja nicht jedermanns Geschmack. Ich habe hier einen fast schwarzen, dunkelgrünen Ton genommen, einfach um noch ein bisschen mehr Tiefe und den leichten Smoky Touch zu schenken. Kombiniert habe ich das Ganze mit klassischem schwarzen Eyeliner. Falls ihr aber einen Effektliner habt und das mögt, könnt ihr ihn drüber auftragen. Ich habe einen genommen, der so feine schwarze Partikel hat. Das sieht man aber wirklich auch nur sehr, sehr vom Nahen. Wer sich traut, kann natürlich ein richtig auffälliges Gold nehmen. Das Ganze dann nochmal schnell getuscht. Ein bisschen Rouge aufgetragen, dann muss es natürlich auch so eine leicht rote Komponente sein. Und auf den Lippen war ich mir auf jeden Fall sicher, ich möchte rot, wollte aber keinen deckenden, intensiven Lippenstift, einfach weil das Augen-Make-up schon so auffällig ist. Also habe ich so einen pflegenden, leicht transparenten roten Stift genommen, der auch dann super zum Rouge passte. Zum Abschluss räume ich noch alles mit einem hautfarbenen, matten Lidschatten auf. Mit einem fluffigen, dicken Pinsel gehe ich über die ganzen Kanten hinweg in einer
in einem Zug, sodass das Ganze schön abgerundet wird, gesäubert wird und ein schöner Übergang zur Haut entsteht. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal vom nahen Balkonslicht an. Ich habe das Augen-Make-up für die Kamera bei Tageslicht geschminkt und ich finde, da wirkten noch die ganzen Schimmereffekte noch nicht, aber jetzt sieht man wunderbar, wie metallisch das wirken kann. Und trotzdem ist es nicht richtig bunt und knallig, wie ich finde. Der schwarze Eyeliner macht das Ganze nochmals schön rund und klassisch. Und das ist also mein möglichst wenig kitschiger Weihnachtslook. Ich hoffe, er gefällt euch und ihr schaut auf QVC Beauty auf dem Blog vorbei, um euch noch ein paar Close-Ups anzuschauen. Ich wünsche euch eine wundervolle Vorweihnachtszeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!